Herzlich willkommen, neue Folge und so. Ihr seht, geil. Wir haben uns verdoppelt. In der letzten Folge waren wir noch zwei, ne? Und jetzt sind wir vier. Der Jan ist wieder mit am Start und wir haben einen neuen Kandidaten, so übergangsweise, weil Lisa und Marcel keine Zeit haben. Was nicht mehr mögen. Die sind so beschäftigt. Wir haben den Jörg. Hallo Jörg. Hallo. Ja, wir machen jetzt hier... Warum bin ich immer so ein Glatzkopf mit Bart hier? Warum laufe ich zu Fuß das hier rum? Wer anscheinend irgendwas sagen. Vielleicht solltest du... Du sollst einen auf Barlow machen, deswegen. Oh. Meinst du? Ja. Du sollst die Glatze machen lassen. Dann muss ich aber anders anfangen. Dann musst du dir noch so eine rote... Oh, stimmt. Eine rote Brille. Wir laufen wie... Was ist das denn für eine Inni? Wir laufen tatsächlich hier gerade. Ganz komisch, warum laufen wir schon so lange, ohne dass irgendwas passiert? Ich laufe ich einfach hinterher. Ach, das ist die hier. Da so muss man, wo die früher immer auf den Drachen gestiegen sind ohne Bombe und dann mussten die immer zurück. Jetzt kann man, glaube ich, ohne Bombe gar nicht mehr aufsteigen. So. Nehmen wir die Quest an, ja, ne? Ja, natürlich. Okay. Ich darf ja nicht immer gemacht. Quests annehmen. Ich erinnere nur an das letzte Mal, oder wann das war. Ja, du darfst nicht, wenn du vor uns bist. Flieg! Da war ich letztens auch schon, als ich alleine unterwegs war, glaube ich. Oh! Traurig. Ich wollte nochmal betonen, dass ich alleine unterwegs war. Ja, das finden alle schon traurig genug, Toddy. Oh. Ja. Seid ihr am Fliegen? Ja. Vielleicht haben die ja ein paar Fans Zweisamkeit angeboten. Das dauert immer lange. Bisher noch nicht. Oh, schade. Naja, ich bin ja dein Bauchschmerz-Buddy, passt schon. Bauchschmerz-Buddy. Bauchschmerz-Buddy, da muss ich noch ein Drehbuch zuschreiben. Dann wird das irgendwann mal ein großer Blockbuster. Boah, dann wird das wieder so ein deutscher Film mit irgendwelchen Leuten, die keiner kennt und dann sagen alle, oh, das ist aber mal ein schöner deutscher Film und in Wirklichkeit ist das scheiße wie jeder deutscher Film. Wirklich nein, jeder. Nein, nicht jeder, das stimmt. Nein, Fuck You Goethe ist auch ein scheiß Film. Ja, der ist ja auch scheiße, aber es gibt auch gute. Ich wollte zum, welchen, nimm mir einen. Titanic Barfuß. Ist nicht deutsch. Barfuß ist Til Schweiger spielt mit, kann nicht gut sein. Und trotzdem ist er gut. Das ist noch schön. Es gibt deutsche gute Serien. Wird die Luft schon dünn. Ist schön, die Serie. Der Film nicht. Ja. Nein, ich überlege gerade, es gibt auch noch gute deutsche Filme. Nein, gibt es nicht. Das Experiment war cool. Was ist das denn? Kenne ich nicht. Wenn ich das nicht kenne, kann das nicht gut sein. Das ist wirklich richtig geil. Der beruht auf einer wahren Begebenheit sozusagen, ja, das Stanford Prison Experiment. Ach, das? Ja. Es hat ja mehr eine Dokumentation als ein Film, oder? Nee, es ist trotzdem ein deutscher Film, der echt nicht schlecht ist. Ach, ich muss heilen hier, sagt das doch einer. Du musst ich heilen hier. Nur quasseln einfach. Ja, da man ja irgendwie um dieses komische Thema nicht rumkommt in letzter Zeit. WM? Ja. Ich habe ja nicht ein einziges... Bitte? Ja, okay, Toddy ist da hochgelaufen. Ich bin hier frisch. Was? Alter, du kannst... Heil dich doch, du Blöde! Ey, jetzt will ich aber nicht sprechen, wenn du mit alle Gegner reinläufst. Ich lauf doch nicht. Ich muss erstmal umschalten, Frag weil ich mich nicht Tank bin noch hier. Sagen wolltest. Das ist jedes Mal, verwirrend. Nee, also ich habe ja nicht ein einziges WM-Spiel gesehen und, ich bin ehrlich gesagt auch nicht traurig drum. Ach, Toddy. Keine Freunde. Erstmal das. Fußball guckt man nur, wenn man Freunde hat. Das ist richtig. Wenn man gezwungen wird. Nee, weiß ich nicht. Mir ist das zu langweilig. Also, weiß ich nicht. Nee, in der Gruppe macht's halt fett, weißt du? Weil es gibt immer jemanden, der übelste Ahnung hat. Dann gibt's immer jemanden, der absolut keine Ahnung hat. Und also, ich bin jetzt nicht total doof. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Die haben da so einen Würfel und müssen da irgendwie durch so komische Körbe werfen. Hast du gut erkannt. Und es muss immer die 6 oben liegen. Richtig. Nee, aber hat mich gefreut. Die haben ja auch nachher dann hier diese ganzen Autokursus gemacht. Ob man jetzt unbedingt wegen der Seniorentischtennis WM machen muss, weiß ich nicht. Aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Tischtennis, der beliebteste Sport bei uns. Ich und Senioren, Rhythmus, die beliebtesten Mitbürger. Die meisten vor allem.
Ich fand die Trikots irgendwie hübsch, die die hatten. Ich fand, die hatten viel zu viele Trikots an hier so. Also viel zu viele. Das war mir relativ egal. Ich glaube, so Trikotwechsel oder Tausche, wie es heißt, das gibt es gar nicht mehr. Das wurde abgeschafft anscheinend. Das ist aber schade. Ja, sag mal, heißt ich schon. Der Jung von dem Podolski Louis? Ja, das finde ich so schlimm. Das ist voll der Scheißname. Entschuldigung, wenn jetzt einer Louis heißt, aber ich mag den Namen irgendwie überhaupt nicht. Das ist einfach dumm, wenn du selber Lukas heißt, dein Kind Louis zu nennen. Das ist irgendwie so Lukas? Strange. Das ist, ich meine, der ist ja am nicht der Hellste. Am wäre noch Lukas Junior gewesen. Ja, so wie Walter Junior. Ja, wie ist Louis wie Lukas Junior, finde ich. Weil es ja ganz genauso klingt. Louis, der erinnert mich. Immer wenn ich Louis höre, muss ich an King Louis aus Dschungelbuch denken. Das tut mir leid. Ich denke an Louis Lane, weil es eine Frau ist. Okay, nicht. Das ist aber eine Frau. Doch, von Superman, ja. Ach, die. Die heißt aber nicht Louis, die ist Lois. Ja, aber es klingt fast genauso. Okay. Wenn du das sagst. Das lassen wir mal jetzt im Raum stehen. Ja. Klingt wirklich fast genauso. Ja. Superman ist ja auch so eine Sache, ne? Der setzt sich einfach eine Brille auf. Keiner erkennt den. Das denke ich mir auch so, ja. Läuft. Ganz anderer Mensch gleich. Ich wäre so geil, wenn es wirklich so wäre, wenn du irgendwie nur so deine Sonnenbrille aufsetzt oder so, dann deine Familie dich nicht mehr kennt. Wer sind Sie ist denn? Du bist Björn Kevin? Nein. Ich heiße nicht Björn Kevin. Deine Mom sieht das anscheinend anders. Mein Bruder heißt Kevin. Oh, ihr mountet auf? Okay, dann mache ich das. Auch wenn ich einen Mount ich finde. Ich habe einen flammenden Hippogreif. Apropos, habt ihr mitgekriegt, es gibt demnächst einen Kernhund als Reittier. Was? Echt? Nein. Mhm. Auch nur vorübergehend, wenn man sich irgendwie in den News in der Radiosendung Authenticator holt. Nee, das ist ja das Pet. Ja, ich kann ja sehen, dass es das Mount auch nur vorübergehend gibt. Na, irgendeine andere Sache. Weiß ich nicht. Also das wurde halt irgendwie entdeckt mit so einem Sattel. Ist ja halt krass. Trupp. Und es gibt so ein kleines eisernes Sternchen von hier Garrosch da, diese großen Dinger da, wisst ihr, die da immer hin und her fahren, für Ingi, das Haustier. Wie meinst du das? Bei Garrosch, da fahren doch immer die diese großen... Was ist denn bei Garrosch? Garrosch, Kampf. Ach, du meinst im Schlacht um Okrima bei Garrosch, okay, jetzt gibt es auch Sinn bei Garrosch. Da rollen doch immer diese großen Schnecken da, oder was auch immer das sein soll. Diese Rollen. Also eine Sterne. Ach, diese Feuerdinger, ne? Ja, und die in klein werden irgendwie in die Haustiere. Das sind Lebewesen? Haben die Gesichter? Keine Ahnung. Ja. Ich hab da noch nie drauf geachtet. Ich dachte immer, das wäre wie so eine Feuerwand. Und eine lange Nase, wie SpongeBob. Kommt ihr runter? Keller, ne? Runter? Keller? Weißt du, wenn einer das macht? Keller. Nein. Wenn du dich abgeben ihr müsst willst. Die Quests abgeben, so, wieder neu annehmen abgeben, und dann erst starten, annehmen. Wenn alle fertig sind. Der Vecchi ist fein. Fein gemacht, Vecchi. Ich habe angenommen. Ja. Okay, dann kann er jetzt loslaufen. So. Mein Wechsel hat sich voll schick gemacht hier, so die Klamotten. Ja, oh, auf jeden Klamotten. Fall. Ach nee, doch nicht, nehm's zurück. Sah bloß unten im Licht so aus. Hat doch nichts an. Oh, Wombat Combat ist gegenüber mir respektvoll. Oh, zollt mir Respekt, meine Freunde. Ich ja nicht, ich bin in einer komplett anderen Guild. Ich ach auch. Ja, stimmt, du bist ja wieder mit. Ich respektiere dich nicht. Du respektierst nur Schmachtendorf. Schmachtendorf FTW. Hab ich das schon erzählt? Warum stehen wir hier so? Hab ich schon erzählt. So, mit dem Holten FTW, ne? Ja, mir hast du das erzählt. Das ist voll. Hab ich dir das stimmt. So erzählt oder auch im Let's Play? Weiß keine ich Ahnung. Ich erzähl's lieber nochmal, weil doppelt hält sich. Vorsichtshalber, ja. Also, Schmachtendorf ist halt hier so ein ja, Stadtteil und Holten ist auch ein Stadtteil direkt nebenan. Und dann waren wir letztens, sag ich schon. Waren wir vor 100 Äonen mal in einem BG und da lief halt einer mit einer Gilde Holden FTW rum und meine Gilde heißt halt Schmachtendorf FTW und wir hatten nichts miteinander zu tun. Das war einfach Zufall. Aber es war Liebe auf den ersten Blick. Und jetzt sind sie verheiratet. Wo ist der Troll jetzt hingerannt? Das Kind zu adoptieren. Ach so, hier noch, der will ja hier raus, oder? Ist er mitgekommen? Weiß ich nicht. Hab ich gar nicht gemerkt. Ja, wenn rennt er doch bestimmt unten. Habt ihr gesehen in der Beta Backen. Schon? Da kriegt er wieder ein neues Design, ne? Da hat er seine Kapuze nicht mehr auf. Was? Das sieht so cool Zopf. Aus mit der Kapuze. Ja, der hat den Mantel noch so an, aber die Kapuze halt nicht mehr auf, sondern hat da jetzt so einen Zopf irgendwie.
Mhm. Cool mit Kapuze. Boah, mir hat einer... Wie Eminem. Wie Eminem, genau. Eminem? Total. Mit Zopf, was? Nein, abgelaufen. Nur wegen der Kapuze. Ich hab gerade überlegt, an was ich bei der Kapuze als erstes denk. Nur Eminem hat Kapuze. Die hat quasi Kapuzen erfunden. Ja, scheinbar. Mhm. Gibt keinen anderen, der jemals eine Kapuze auf hatte. Ah, geil. Frall ist Eminem und Garrosh ist 50 Cent. Oder so. Jo, mit seiner Mütze dann auf. Oh, oh, das ich hab ein Level Up. Yay. Oh, geht up. Nice. Toddy, du wirst das ja nicht mehr erleben. Ich fürchte auch nicht. Wie immer. Aber ich sag mal so, das Leben ist hart, ne? Also ist aber hier ein Spiel. Was ist das dann? Ach so. Das Spiel ist hart. Das virtuelle Leben. Das virtuelle Leben. Wie die Folge von Big Bang Theory, wo der da irgendwie traurig ist und dann Red Dead Redemption spielen in den Saloon geht und sich dann in die Spiele besäuft. Die kam jetzt gestern wieder, die Folge. Oh, ich liebe Big Bang. Ja. Hallo. Oh, das dauert hier ewig. Warum dauert Hauptmann, das hier ewig? Ja, warte mal hier. Wir können ja einfach Flucht, was Neues sprechen. Flucht von Stratholme. Hey, ich bin's, Rani. Oh, jetzt geht's los. Genau so redet der. Muss ich den doch keinen Text geben? Ich möchte unbedingt einen Beta-Key haben. Wenn einer von euch einen Beta-Key hat, könnt ihr mir den gerne schenken. Danke. Meint ihr, das klappt? Nein. Mir wollte letztens einer einen für 35 Euro verkaufen. Ich hab zwei Stück. Erzähl keinen. Fast einen gar nicht. Ja. Ich will keinen. Du willst keinen? Aber wenn ich einen bekomme... Das ist ja auch immer so geil. So Leute, die dann irgendwie einen Beta-Key gewinnen irgendwo und sagen, oh, ich will gar keinen, ich verkaufe den jetzt. Wo ich mir denke, was nehmt ihr an Gewinnspielen teil, wenn ihr den nicht haben wollt, ihr Blöden? Ich würde den weitergeben an jemanden, der ihn gern haben will. Also ich nehme auch bei Gewinnspielen teil. Das ist ja okay, aber die verkaufen den dann für 50 Euro. Ich finde das voll dreist, die wollen den überhaupt nicht haben. Das ist fies. Nehmen den Leuten, die das haben wollen, das dann weg und machen dann da schön Kohle. So, das finde ich halt irgendwie assig. Ob man so gut Geld machen kann. Kommt halt immer auf den Preis an. Also ein 10er würde ich da auch hinblättern, aber alles drüber wäre für mich schon zu viel, weil ist halt nur eine Beta, ne? Rall, mach mal hinne hier. Was hat denn der für ein langsames Mount? Warum reitet der auf dem Pferd? Warum hat der hier nicht so ein... Noobig. Weiß ich nicht. Ich bin auch auf einem Pferd. Was haben denn Orks für Reittiere? Aber bei ihm passt es nicht zum Outfit, im Gegensatz zu... Was haben denn Orks für Reittiere? Kodos? Nee. Wölfe. Ups, das waren die anderen. Das ist Wölfe, Allianz, stimmt. Ich habe nie Ork gespielt, ne? Also. Wie doof das eigentlich aussieht, so ein Ork auf dem Wolf, die würden trotzdem besser auf Kodos passen. Wölfe sind aber cool. Da reite ich gerne mit rum, als Untoter. Oder als Mensch. Mit Glatze. Ork und ein Wolf. Oh, jetzt habe ich bestimmt allen auf den Schlips getreten, die Taure spielen. Ja, wir können ja nicht auf alle Minderheiten hier. Der Braufestcode ist auch ziemlich cool, finde ich, weil er so Trommeln da an, so ein Bierfässer an der Seite hat. Ich habe nur den Braufest wieder. Den habe ich gar nicht, den würde ich voll gerne haben. Gar nichts zum Beinen. Aber ich bin zu faul, das zu machen. Läuft der denn lange? Hä, worin? Keine Du bist immer zu faul, du bist immer alles sammeln. Hast du da TomTom wieder aus? Was ist los mit dir? Biegen Sie okay, jetzt, Navi, ich frag einfach nach dem Weg. Hier. Ja, das war nicht, hier ist frag ja kein... Die Schildko, hallo, wo geht's hier lang? Boah, ich gebe jetzt erstmal, wenn ich gleich wieder auf meinem Magier bin, nehme den Titel Braumeister. Dann heißt der Braumeister weg, die. Ja, oh langweilig, soll das sein. Ich sollte es eher sowas wie Biertrinker oder... Brau-Vertilger oder sowas. Oder Meister der Gelassenheit ist auch ganz gut. Oh ja, das bist du total weg. Du gehst ja auch nie hoch. Guck mal, der läuft schneller als er reitet. Das würde ich dich am liebsten provozieren, das geht bestimmt ganz gut schnell. Gut ist das ja auch immer, wenn die irgendwie so laufen, dann kommt da eine Gruppe, die rennen nach vorne, kämpfen, rennen dann wieder zurück und laufen ganz langsam weiter. Ja, ne? Ja, besonders immer in diesem einen Szenario. Das ist ein Braufest-Szenario, das ist doch. Ah, ansonsten könntest du halt bescheißen und den irgendwie so durch diese die Gegend ziehen, Olle da. Wenn er nicht zurücklaufen will. Jetzt sind die gleich. Braufest-Szenario. So, ich würde aber sagen, wir machen mal eine Folgenpause. Ach, okay. Oh. Denn die Zeit ist rum und jetzt geht's hier ab. Könnte Hilfe brauchen hier draußen. In der nächsten Folge geht's weiter. Oh, oh.